Diese Pinguine hier bei Hagenbeek können uns erklären, was das stärkste Missverständnis in der Diskussion um digitale Medien ist und wie wir diese Diskussion besser führen können. Was genau sind eigentlich digitale Medien? Viele Menschen antworten auf diese Frage: Digitale Medien sind für mich nur Werkzeuge, so wie analoge Medien auch. Ich setze digitale Medien ein, wenn ich meine Ziele damit besser erreichen kann. Dieses digitale Medien sind nur ein Werkzeug ist ein sehr verbreitetes Missverständnis und ein sehr folgenschweres Missverständnis, das ich in diesem Video aufklären möchte. Wir sprechen manchmal in der Digitalisierungsdiskussion auch von den neuen Medien. Jetzt belächeln manche Menschen, die schon länger mit Digitalisierung unterwegs sind, diesen Begriff zwar, aber ich halte den Begriff neue Medien tatsächlich für hilfreich. Die Rede von neuen Medien macht nämlich deutlich, dass wir es nicht nur mit einer Verstärkung der Werkzeuge zu tun haben oder mit einer Optimierung dessen, was vorher schon da war, sondern tatsächlich mit etwas Neuem, etwas, was grundlegend anders ist als in der alten Medienwelt. Ich möchte meinen ganz naiven Medienbegriff vorstellen, der mir geholfen hat, die Diskussion um digitale Medien besser zu verstehen. Es ist der Medienbegriff des Pinguins. Einen solchen naiven Medienbegriff nutzen wir gerne, wenn wir über Tiere sprechen. Wir sagen zum Beispiel: Das Medium des Fisches ist das Wasser. Oder wir sagen: Das Medium des Regenwurms ist die Erde. Das ist übrigens wie wenn man bei einem Menschen sagt, er sei ganz in seinem Element. Wenn wir uns jetzt den Regenwurm oder den Fisch vorstellen und sein Medium rundherum, dann haben wir eine diffuse Idee, was Medium in diesem Sinne bedeuten kann. Nämlich so etwas wie das um uns herum, das, worin Leben stattfindet oder auch das, was zwischen uns und dem Rest der Welt ist und uns miteinander verbindet. Beim Pinguin können wir jetzt ein interessantes Phänomen sehen, denn er hat zwei Medienwelten, in denen er lebt. Das Medium des Pinguins ist das Wasser und das Medium des Pinguins ist das Land. Um das Ganze etwas zu abstrahieren, nennen wir jetzt mal das eine Medium das blaue Medium und das andere das grüne Medium. Wir können uns jetzt anschauen, wie ist der Pinguin in seinen beiden Medien unterwegs? Wie ist er im blauen Medium unterwegs? Wie ist er im grünen Medium unterwegs? Uns werden gewisse Unterschiede auffallen, wenn wir das grüne Medium und das blaue Medium miteinander vergleichen. Was wir hier jetzt machen, ist ein Medienvergleich. Man kann Medien durchaus miteinander vergleichen, es kommt darauf an, wie man das macht. Was man gut machen kann, ist eine vergleichende Beschreibung. Man kann sagen, in dem blauen Medium funktioniert etwas anders als im grünen Medium und man kann diesen Unterschied beschreiben. Ich kann zum Beispiel sagen, dass der Pinguin im blauen Medium fliegen kann und im grünen Medium nicht. Das heißt übrigens wirklich so, Unterwasserflug. Schwieriger wird der Medienvergleich, wenn ich etwas im Sinne von schlechter oder besser oder gut oder böse vergleichen will. Und es wird immer dann schwierig, wenn wir von einem Mehrwert des einen Mediums gegenüber dem anderen Medium sprechen. Denn wer von einem Mehrwert spricht, der muss vergleichbare Bedingungen herstellen. Aber es ist schwierig bis unmöglich, vergleichbare Bedingungen herzustellen. Schauen wir noch einmal auf die beiden Medienwelten des Pinguins. Beide Welten ticken und funktionieren vollkommen unterschiedlich. Nehmen wir an, wir wollen den Mehrwert des blauen Mediums für die Fortbewegung des Pinguins untersuchen. Um die Bedingungen vergleichbar zu machen, müssten wir sagen: Im grünen Medium läuft der Pinguin auf dem Boden, also muss er im blauen Medium auch auf dem Boden laufen. Nur so wären die Bedingungen vergleichbar. Jetzt übertragen wir diesen naiven Medienbegriff auf den Menschen. Wie stehen wir Menschen im digitalen Wandel den neuen Medien gegenüber? Eigentlich ist das schon falsch formuliert, denn wir stehen den digitalen Medien nicht gegenüber, sondern wir stehen mittendrin. Wir sind quasi wie die Pinguine, die bisher nur die eine Medienwelt kannten, sagen wir mal das grüne Medium. Und jetzt lernen sie eine neue Medienwelt kennen, sagen wir mal das blaue Medium. Wir Menschen stehen jetzt staunend vor dieser neuen Medienwelt, in der es nicht mehr nur das grüne, sondern auch das blaue Medium gibt. Wir versuchen herauszufinden, wie dieses neue Medium funktioniert, wie es tickt, wie es sich anfühlt, was funktioniert und was auch nicht gut funktioniert. Manche Menschen stürzen sich gleich komplett und kopfüber hinein in das neue Medium, während andere zaghaft sind und erst einmal das blaue Medium mit dem großen C ausprobieren wollen. Wir übertragen also unsere Maßstäbe aus der alten grünen Medienwelt auf die neue blaue Medienwelt. Und hier wird es gefährlich. Denn das Übertragen der Maßstäbe von der einen Medienwelt auf die andere funktioniert eben nur sehr begrenzt. Beide Medienwelten ticken ganz unterschiedlich. Man könnte sogar sagen, sie haben unterschiedliche Naturgesetze. Zurück zu unserer Ausgangsfrage, die lautete: Sind digitale Medien wirklich nur ein Werkzeug? Mit der Pinguin-Medienmetapher können wir das jetzt ganz klar mit Nein beantworten. Wir haben gesehen, dass das neue Medium wirklich neu und anders ist. Das blaue Medium tickt ganz anders als das grüne Medium. Wir Menschen stehen gerade erst am Beginn dessen, was wir Digitalisierung nennen. Wir sind in einer Übergangsphase zwischen der grünen Welt und der blauen Welt. Das bedeutet nicht, dass die grüne Welt verschwinden wird, so wie sie beim Pinguin ja auch nicht verschwunden ist. Aber in der blauen Medienwelt herrschen quasi neue Naturgesetze.
und die müssen wir gemeinsam erkunden und verstehen. Manchmal mögen uns Vergleiche mit der alten grünen Medienwelt helfen, aber häufiger wird es nicht über Vergleiche gehen, sondern wirklich über ein Erkunden und ein Erproben dessen, wie wir in der neuen blauen Medienwelt unterwegs sein können. Das Video von der Pinguinen Medienmetapher ist bereits 2018 erschienen und wir haben es nochmal in die Reihe der NLQ Impulse mit aufgenommen, weil es quasi so ein bisschen der Prototyp für uns war, um die Reihe zu gestalten. Also Videos, relativ kurz, ein ganz grundsätzlicher Gedanke, an dem man sich auch reiben kann, um grundsätzliche Diskussionen in Gang zu bringen. Ich habe dieses Video jetzt hier nochmal genutzt für eine kleine Darstellung der Geschichte, die noch hinter dem Pinguin-Video liegt und die hat mit diesem Buch hier zu tun. Martin Lindner, die Bildung und das Netz. Sehr dick und sehr grundsätzlich. Und ich habe viel, viel, viel aus diesem Buch gelernt für die ganze Reihe. Und es gibt noch eine Pinguin-Geschichte zu diesem Buch. Und zwar habe ich diese Pinguin-Medienmetapher schon ein paar Jahre vor 2017 mit mir herumgetragen und bei Vorträgen benutzt, aber dieses Video nicht aufgenommen, weil Martin Lindner dieses Buch hier, das 2017 erschienen ist, ich glaube schon 2014 angekündigt hat, dass er das innerhalb von einem halben Jahr schreiben will. Und er hatte damals den Pinguin als ein Leitbild für dieses Buchprojekt. Es gibt übrigens auch ein Video, das Martin Lindner und ich in einem anderen Zoo vor einem Pinguin-Gehege gemacht haben, in München war das. Da erklärt Martin Lindner die Thesen seines Buches. Und es gab, obwohl wir ganz oft darüber gesprochen und Texte darüber ausgetauscht haben und dieses Interview gemacht haben, ein ganz großes Missverständnis. Und zwar dachte ich immer, Martin würde diesen Pinguin benutzen, um diese Pinguin-Medienmetapher zu veranschaulichen. Und deswegen habe ich gedacht, warte noch kurz, bis das Buch fertig ist, dann kann ich das auch auf Martin und auf das Buch beziehen, wenn ich das erkläre. Allerdings hat Martins Buch dann etwas länger gebraucht, ich glaube sowas wie 3 Jahre, und dadurch hat sich das immer weiter hinausgezögert. Und als es dann endlich kam und ich es dann schnell gelesen habe, habe ich gemerkt, Martin meinte ganz was anderes, als ich verstanden hatte. Martin Lindner hat den Pinguin noch für eine Metapher für den digitalen Klimawandel genutzt. Und auch diese Metapher ist sehr hilfreich und für mich so die ideale Ergänzung, um die Pinguin-Medien-Metapher nochmal weiter zu durchdringen. Insofern, große Leseempfehlung nach den vielen Videos. Martin Lindner, die Bildung und das Netz.